So, hallo und willkommen. Ja, okay, was heißt jetzt mein neues Projekt? Es ist einfach nur so was bisschen Sightseeing-mäßig. Ich werde jetzt einfach mal Super Smash Bros. Zocken. Ja, nehme ich den Einplayer-Mode, Einplayer-Game. Ja gut, ich habe jetzt hier nicht die anderen freigeschaltet und ich spiele das hier mit meinem Xbox 360-Controller. Mit wem war ich denn früher gut? In letzter Zeit nur Brawl gezockt, da hat man natürlich ein bisschen mehr Auswahl als nur 10 Charaktere, 8 und später 10 Charaktere. Ach komm, ich nehme den Standardfarbe Mario. Nein, ich glaube, ich nehme ihn nur normal. So. Das ist jetzt nicht so Standard, ist einfach nur so. Ich habe mal Lust, Super Smash Bros. Zu spielen und ja, da habe ich mir gedacht, kann ich das doch mal aufnehmen, ne? Ich hoffe, ihr verzeiht mir jetzt. Zudem wollte ich gerade eine Aufnahme machen von Bomberman. Da gab es aber mehrere Probleme. Erstens hat mein Mikrofon irgendwann mal ausgesetzt und dann kamen Soundprobleme und ach, immer diese Emulatoren. Aber da ich leider keinen Grabber habe, stirb jetzt Link, ja. Da ich keinen Grabber habe, kann ich leider das jetzt nicht so aufnehmen, weil sonst hätte ich schon so epische Let's Plays wie 3D Dot Hero zum Beispiel genommen. Das kennen, glaube ich, die wenigsten. Ich habe es mal öfters, ich glaube bei Game One war es einmal, gesehen und so allgemein informiert. Gibt es auch noch einen Springknopf? Ne, den gab es hier nicht, glaube ich. Der sozusagen wie Zelda, also so die alten, halt nur auf der PS3. Das ist natürlich keine gute Grafik oder sonst was. Das sind hier auch nur so in Blöcken gehandelt, ähnlich wie ouch. Aber mach mich raus hier. Cool, hier ist noch Team Attack on. Sowas wie Minecraft, aber hat halt auch seinen Charme. Das soll auch nicht heißen, dass Spiele, die sozusagen nicht auf Grafik setzen, nicht gut sind. So in dem Sinne. Das finde ich nämlich gar nicht. Meistens sind die Spiele mehr die, die dann auf irgendetwas anderes setzen. Deshalb finde ich zum Beispiel ab und zu, oh nein, 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 nicht sterben. So ein neumodisches Spiel, sowas wie Crysis, die dann so, boah, guck mal, wir haben so eine coole Grafik, aber dann denkt man sich, pff, was ist das denn für eine Story? Menschheit wird von Aliens angegriffen, uhu. Haben wir ja nicht schon genug gesehen, so in dem Sinne. Da hat man sich halt noch früher Mühe gemacht und sowas. No Mist, zweimal, okay. Ja, was kann ich sonst noch sagen? So konsolenmäßig, was habe ich da? PS3, Wii, ich habe die alte Xbox. Also nicht 360, sondern Xbox halt, ne? Ich habe GameCube, N64 noch meinen alten. So mit so Perlen und unbekannten Titeln, also was ist unbekannte Titel, so untergegangenen Titeln wie Major Mask und sowas. Das finde ich zum Mal auch ab und eigentlich ein bisschen besser als Ocarina of Time. Aber auch nur, weil das Maskenprinzip mich eigentlich mehr interessiert hat als so mit der. Ja, mit Allgemeinzeit. Nein. Ja, wie soll ich das sagen? Es war halt. Sowas gab es halt noch nicht. So. In Zeitreisen und sowas. War auch in Ocarina of Time das erste Mal. Aber man hat schon immer irgendwas mit Zeit oder sowas gehabt. Zum Beispiel auf den. Weiß nochmal, Super Nintendo war das, die Sache mit der Schattenwelt hieß sie damals. Kann man jetzt aber auch so sehen, guck mal, früher war es die Schattenwelt, jetzt ist es eigentlich Link, wenn er erwachsen ist, so in dem Sinne. So, wie war das hier, Feuerspucke? Oh, sogar noch getroffen. Ach, ne, zweimal schon gesprungen. Hopp, 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 hopp. Okay, hopp, hopp, hopp. Nee, oh mein Gott. Ja, das ist ein bisschen. Kann ich. Ah ja, cool, hier kann ich noch springen. Ah, die C-Knöpfe, stimmt ja. Ach, wieso muss ich unbedingt immer in der Luft drücken? Hopp, hopp, bang. So. Na, stimmt, mit den C-Knöpfen kann ich springen. Das ist für mich jetzt besser. Okay, ich war drauf. Nur leider habe ich die C-Knöpfe noch so. Okay, hoffentlich. Oh nein, Kacke. Natürlich nicht erwischt. Jetzt Epic Fail.
Aber naja, gut, ich kann da nichts dafür. Ich denke, jeder, der auf dem Emulator spielt, kennt diese coolen Probleme, wie mit den C-Knöpfen springen ist nach oben und gleichzeitig bewegen. Das war halt früher noch nicht so ausgereift, wie es heutzutage ist. Oh, gerade hat's gelackt. Aber immer schön aufpassen, weil wir wollen ja gewinnen. Ich weiß gar nicht, war hier Mario und Luigi ein spielbarer Charakter? Ich glaube schon. Oder gab's den zuerst mal ab Melee? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier war Ness, Pummeluff, was war hier noch? Captain Falcon. Und doch, Luigi müsste, glaube ich, sein, ja. Ja, da habe ich es wieder geschafft. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich hasse das immer, wenn ich Pause machen muss bei Let's Plays, weil jemand reinkommt und fragt, ob ich was haben möchte. Aus der Stadt oder so. Ja gut. Hoffentlich klappt das bald mit meinen Festanstellungen. So, das ist zum Beispiel, was ich jetzt erwähnen muss. Ah! Das ist die allergeilste Stage, die es in bisher irgendeinem Super Smash Bros. Gab. Die ist einfach nicht zu ersetzen mit dem Pokémon da drin. Ja, das. Man weiß nicht, was da drin ist. Und das hilft einem oder schädigt einem. Oder wenn man denkt, oh geil, da kommt jetzt so Bisaflor oder Elektroball. Und dann haut man den Typen dahin. Und dann in echt ist es Shaneda, der einen heilt. Da, ab in die Bombe. Super. Ja, ich denke, normal ging das so. Ich denke, das war jetzt nicht so schwer. Oh ja, gut. Oh, das ist auch natürlich eine coole Stage. Später, die sind immer, dass die unten dieses Fass haben, aber die sehen dann anders aus, aber. Okay, cool. Der Typ hat mich nicht erwischt. Hau ich den. Ah! Einfach immer nach oben. Cool, mein Team ist ja echt gut. Komm, stirb da unten. Ah, ganz cool. Ja. Wo war ich denn überhaupt eigentlich stehen geblieben? Ich glaube, ich habe was über Zelda erzählt. Ja, mit diesem Zeitreisenprinzip, einfach, dass ich Majora's Mask besser finde. Mögen mich jetzt vielleicht welche hassen, aber man muss ja nicht von allen gemocht werden, ne? Aber ich denke, das sieht jeder. Jeder, der, glaube ich, Majora's Mask gespielt hat, weiß, dass das eigentlich besser ist als Ocarina of Time. Auch wenn es an sich ein schwaches Prinzip hat, weil ich meine, wie heißt das nochmal? In jedem Tempel, also im ersten Tempel findest, also das fand ich schon ganz komisch, im ersten Tempel findest du den Pfeil und Bogen, im zweiten den Feuerpfeil, danach den Eispfeil und danach den Lichtpfeil. Also sozusagen die anderen Gegenstände, wie so Enterhaken und sowas, holst du dir einfach mal so nebenher. Nicht so wie in den anderen zum Beispiel. Oh, guck mal, der Tempel, der hat jetzt so ein ganz besonderes Item, wie bei Twilight Princess war es, glaube ich. Ja, diesen, entweder diesen zwei Enterhaken oder Enterclown hießen die da, glaube ich, bei Twilight Princess. Ja, mal ein bisschen konzentrieren und verprügeln. Ja, da gab es die oder diesen komischen Dreidel, der denn da war, dieses Ding, das leider zu wenig eingesetzt wurde, finde ich. Boah, super, ich konnte nicht mehr springen. Jetzt wird man hier schon von Kirbys fertig gemacht, ey. Du kannst nicht der echte Mario sein und du. Hilfe! Gut, ich habe noch 4 Leben. Okay, jetzt. Ich sehe es einen Kirby's. Normal war ein guter Schwierigkeitsgrad. Komm, komm. Ich will dich packen. Nein. Ja, das war aber knapp, ne? Da hat die Menge direkt aufgeschrien. Oh, gib mal her. Ja, stimmt, hier war das ja noch so. Der Einzige, der die Kissen tragen konnte, war nämlich Donkey Kong. Die anderen konnten die Kiste zwar auf dem so tragen, aber nicht sich dabei bewegen. So, tot. Und jetzt der letzte Kirby. Ja, was willst du, Kirby? Komm her. Hier, der lebt noch? Wo? Oh, cool. Ja, so. Na, ja, jetzt wird das langsam ein bisschen schwer. Gut, aber wir sind jetzt auch, glaube ich, nur noch Metal Mario, glaube ich. Nein, Samus, Metal Mario. Irgendein Ausrufezeichen, ich glaube, da müssen wir bis zum Ende rennen. Oder so, ich weiß es nicht. Ja, der gute alte säuresteigende Planet. Ich glaube, das ist Planet Zebes, wenn ich mich nicht komplett irre, aber ich lasse mich auch nicht daran festnageln.
Mann. So, jetzt wollte es mich auch gerade packen, ja? Hier, nimm ein paar Feuerspucke hinterher. Au. Und mein Kopf nach oben. Hätte ich eigentlich irgendwie so eine retten würde, eigentlich von der Lava, in dem Sinne. Und ein Item, was ich einfach mal so in die Lava schmeiße, um sie zu füttern. Ah, vor allem, ach ja, stimmt, jetzt kann er ja nicht mehr runterfallen. Weil eigentlich die Lava ihm dann eigentlich nur Schaden macht. Aber vielleicht können wir ihn ein bisschen mit der Feuerspucke ablenken, dass er so ein bisschen in die Lava reinfällt. Oh cool, er ist tot. Oje, das war ein falsches Item. Ja, was mag ich noch so? Also ich habe auch den 3DS, den finde ich, also zumindest die Spiele und die Grafik an sich ist echt gut. Ich hätte nicht gedacht, dass die dann auf dem 3DS nochmal die Grafik verbessert haben. Weil ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt, was habe ich da? Autsch, 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 autsch. Ja, ich habe da auf jeden Fall Mercenaries, das war mein erstes Spiel, was ich mir da geholt habe. Und das finde ich zum Beispiel, die Grafik ist da echt gut, also sozusagen fast wie auf PS3. Oder ich glaube so ähnlich. Nur das einzige Problem ist, wenn sozusagen die Gegner weiter im Hintergrund sind, dann bewegen sie sich schneller und sind nicht so gut dargestellt. Das ist sozusagen die Einbußung, die sie für diese gute Grafik halt machen mussten. Aber ich finde, das ist jetzt kein Manko-Punkt oder Ausscheidspunkt, womit man sagen kann, damit ist das Spiel jetzt total scheiße, so in dem Sinne. Nein, das finde ich gar nicht. Mein Gott, springe da weg. Ja, okay, gut, jetzt hat sie selber gekillt. Dann habe ich jetzt noch Zelda mir dann geholt, halt Ocarina of Time 3DS. Da haben sie zum Beispiel sozusagen die Bewegungen von Link flüssiger und alles gemacht. Das ist natürlich super geil, finde ich persönlich sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wer da zum Beispiel auf der nicht mehr auf dem N64 hat, so wie ich, weil ich leider meine Kopie verkauft hatte. Für Major Mask habe ich die, weil ich dafür noch das Expansion Packet holen musste. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber man muss es dafür haben. Na? Na, schnell weg vor Kirby da. Ja. Und das nächste, was ich mir hole, ist natürlich Snake in 3D. Und was ich mir auch schon bestellt habe, ist Star Fox. Also ich meine, Lilith Wars 64, vielleicht mache ich davon auch ein Let's Play, das ist einfach nur hammer mega geil. Jeder, der es gespielt hat, kennt's und weiß, dass es eigentlich super gut ist. Das auf dem DS habe ich mir nicht geholt, weil ich weiß nicht, das hat mich eigentlich nicht so angesprochen, weil es war halt, es hieß, es ist nicht so gut wie die anderen. Happa. Ja, vielleicht werde ich mal gucken. Ich habe nur so viele Pläne, aber das dauert natürlich alles sozusagen, wenn ich das Ganze fertig machen müsste, wenn ich noch einen Grabber hätte zum Beispiel, würde das Jahre dauern, bis ich... hau ab! Ja super, jetzt sterbe ich wegen dir, wegen meinem eigenen Pokémon, was noch Scharnierer ist, sterbe ich. Wer kann das denn schon an sich behaupten, so? Stirb. Triff den. Ah, ich müsste eigentlich mal ein bisschen schneller hier fertig machen, ey. Pummelhof ist das? Das ist Mario. Das ist auch Mario. Pummelhof hat überlebt. Nein, gar nicht, das ist Ness. Das ist Donkey Kong. Da sieht man ein großer Charakter. Hier gab es einen Donkey Kong als großen Charakter. Das da hinten, das hier ist Kirby. Das ist Yoshi. Das da hinten ist Fox McCloud hier. Ja, gerade hat man noch von Lilith Wars gesprochen. Ich fand es aber sehr komisch, dass hier sozusagen, wie heißt er nochmal? Captain Falcon sozusagen als unbekannte, Pikachu hier, als unbekannte Größe einfach mal in so einem Mario-Kampfspiel war. Er ist auch seitdem immer ein Standardcharakter, was ich auch ganz cool finde. Hey, nimm mir nicht mal ein... Boah, du sollst mir doch nicht mal ein Essen wegnehmen. Okay, jetzt. Der sich natürlich mal ein Essen nimmt, stirbt jetzt. Ah, ich will nicht, ich mag nicht. Ja gut, wer kannte schon Ness, ne? Das ist so, Earthbound war auch so eine... Rarität, die kann... Nein, nein, wieso lässt du los, Mario? Mario! Da kommt er, ey. Stimmt, hier kannst du ja noch gar keine
Wenn man ein Item hier in der Hand hat, hast du ein Item hier in der Hand. Dann konntest du das andere nicht essen. Haben sie alles eigentlich nur verbessert, sozusagen, um die Mankel aus den ersten Spielen. Oh, ey, wegzumachen. Ey, jetzt hau ab mit deinem Polygon-Jojo, ey. Hier. Ja, das ist auch ein cooles Pokémon, weil das nicht mehr gibt. Ey, was, der lebt noch? Ness, stirb! Stirb, Ness! Endlich! Und jetzt kommt einer der leichtesten Gegner. Nämlich, Master Hand. Ja, die heißt ja auch schon Master Hand. Also für mich ist das Glover aus dem Spiel Glover 64. ja gut, das kennt auch nicht jeder. Das geht um Zaubererhandschuh und dann ist ein böser Zaubererhandschuh. Und das ist eigentlich mehr so ein, wie heißt das, ja, so eine Art Puzzle-Game, weil man mit dem Ball, den man immer hat, sozusagen durch so verschiedene Level gehen muss. Ah. Und halt so damit bestreiten muss, aber den Ball immer dabei hat und der sozusagen das Manko ist von dem, weil man muss immer auf den aufpassen und sowas. Okay, wir haben den schon geschadet. 100, Hintergrund verändert sich wieder. Gut. Oh, Bullet Bills. Kann ich hier schießen. Au. Verprügeln ihn. Oh nein. Nicht Pommesgabel. Ah, er hat mich erwischt mit seinen. Mit dem Zeichen des Rocks und des Heavy Metals. Das ist ein Fehler gewesen. Ja. Und damit haben wir dann sozusagen, ja, eigentlich den Adventure-Modus sozusagen beendet von Super Smash Bros. Es sollte jetzt auch nur so ein Quickly-Let's Play sein. Ja, halt, weil Bomberman nicht geklappt hat und ich jetzt echt keinen Nerv hatte, sozusagen ein bisschen Wut abbauen hier. Ja, ist toll. Sind wir hier auf diesem coolen Schreibtisch als Figur, der so cool animiert ist. Ja gut, das waren natürlich epische Grafiken früher. Und das Coolste ist, man konnte hier natürlich immer so abschießen und so gucken. Und wenn zum Beispiel immer hier unbekannt war, war sozusagen noch ein Charakter, den man nicht freigeschaltet hat. Zum Beispiel, wenn es hieß um Pummeluft zum Beispiel. Oh, wen haben wir denn da? Ist das Captain Falcon? Ja, ich glaube, er ist es. Und wo fightet man den natürlich auf dem Planet Zibis? Falcon, du hast immer eine eigene Stage. Oh, er ist so schnell. Wie soll ich ihn nur besiegen? Was war das? Ach ja, ich glaube, Falcon, da musste so mindestens auf dem Schwierigkeitsgrad normal und durfte es nicht 3 Leben verlieren. Das heißt, man hat einfach früher auf 2 Leben gestellt. Ja, weil wenn du dann das nicht geschafft hast, was der Gemo war, obwohl ich auch später so hart war, also auf dem N64, als ich dann noch gespielt habe, da habe ich very hard mit einem Leben geschafft. Ich weiß auch nicht, wie ich das früher geschafft habe, wenn ich mir das jetzt angucke, hier dieses Trauerspiel, was ich hier darbiete. Gut, natürlich auf dem Emulator, vielleicht auf dem N64 wäre das besser. Also da habe ich echt very hard. Ja. Und so. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist nur halt was Schnelles. Vielleicht werde ich sowas öfters mal in so kleinen Spielen oder mal, keine Ahnung, eine Runde Bomberman so gegen Computer machen. Mal sehen, mal sehen. Wer vielleicht Interesse hat, vielleicht sowas zusammen zu machen, da kann sich gerne melden, da kann man ja vielleicht mal was austüdeln. Naja, ich hoffe, der Teil hat euch jetzt gefallen, auch wenn das schnell so improvisiert war. Und ja, ich sag mal, bis dann. Tschüss.